Herzlich willkommen zu den Most Actives zur Wochenmitte hier live von der Börse in Frankfurt. Und einmal mehr war abwartende Haltung heute angesagt. Somit war der DAX einmal mehr im negativen Bereich gestartet und dann doch relativ deutlich sogar unter die 12.400 Punkte Marke gerutscht. Abwartende Haltung, denn Jerome Powell wird heute und dann am morgen vor US-Abgeordneten Rede und Antwort zur Geldpolitik stehen. Und es gab jetzt schon ein Vorab-Redemanuskript und da heißt es, es sind gar nicht so sehr die US-Arbeitsmarktdaten, auf die man schaut, sondern vielmehr die Sorgen rund um die Weltkonjunktur, die belasten. Und somit lässt man sich ein Türchen offen, was das Thema Zinssenkung angeht. Und daraufhin schafft es der DAX auch, den größten Teil seiner Verluste wettzumachen. Zwischenzeitlich war er kurz sogar im positiven Bereich. Und jetzt gibt er moderat 0,1% nach, 12.424 der aktuelle Stand. Werfen wir einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. An Platz 1, da haben wir das Papier von Wirecard, gefolgt von Nel, Leoni, der Deutschen Bank und Amazon. Bei Leoni, in den Köpfen der Aktionäre des kriselnden Autozulieferers, spukt weiterhin das Gespenst einer möglichen Kapitalerhöhung. Heißt es, daran ändert auch die angekündigte mögliche Trennung von der Sparte für Produktion von Kabeln und Verbindungslösungen nichts, ob Börsengang oder Verkauf oder Teilverkauf. Das ist letztlich offen und nur kurz hat das Papier darauf positiv reagiert, dann ist sie aber doch wieder in den negativen Bereich gerutscht. Amazon, ein anderes Thema heute. Die Aktie hatte gestern kräftig Gas gegeben und mit Schwung den Widerstand bei 1.964 US-Dollar überwunden. Die Aktie könnte jetzt schnell auf ein neues Rekordhoch steigen. Das aktuelle liegt bei 2.050 US-Dollar. Heißt es also, es ist durchaus ein Signal da, aber das Ende der Fahnenstange somit nicht unbedingt erreicht sein, denn Analysten gehen davon aus, dass da durchaus Platz nach oben ist. Und von den Analysten, die überhaupt das Papier covern, sagen 52 kaufen, einer halten und einer verkaufen. Und das durchschnittliche Kursziel, das liegt bei 2.254 US-Dollar. Jetzt der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. An Platz 1 das Papier der Commerzbank, gefolgt von Deutz, Nel, der Deutschen Telekom und Wirecard. Deutz, der Kursrutsch der Aktie, der geht auch zur Wochenmitte weiter und es gibt quasi kein Halten. Seit dem Interview des Vorstandsvorsitzenden Frank Hiller vor zwei Tagen beläuft sich das Minus inzwischen auf über 26%. Hiller hatte gesagt, dass die Nachfrage nach Motoren abkühle und der Höhepunkt wohl erreicht sei. Die Aktie innerhalb dieses Jahres eigentlich schon mit einem ganz guten Lauf. Da hat man ja plus 76% schon einfahren können bis Mitte Juni. Nun ist man aber auf das Niveau vom März wieder zurückgerutscht. So viel von mir und heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen am Donnerstag dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.